Seit der Nacht nach dem SummerSlam 2018 ist die Kultgruppierung The Shield bei WWE wieder vereint. Zwei Wochen vor ihrem großen Match gegen Braun Strowman, Dolph Ziggler und Rev McIntyre bekommt die Rivalität der Trios nun eine neue Dimension. Die Rivalen der Hounds of Justice versuchen nun, Zwietracht zwischen Roman Reigns, Seth Rollins und dem frisch zurückgekehrten Dean Ambrose zu sehen. Ein Rededuell der Dreierteams eröffnete die Show und in offensichtlich strategischer Absicht versuchten Ziggler und McIntyre den Finger in die Wunde von Ambrose zu legen, lesen sie auch. So funktioniert die Show-Kampfliga wie das ABC der Wrestling-Fachbegriffe. Dean Ambrose reagiert mit Schweigen. Ziggler erinnerte daran, dass Ambrose zum WWE-Champion wurde, nachdem The Shield vor 3 Jahren zerbrach. Nun sei er der Einzige im Team ohne Titelgürtel. Was denn da los sei? Er und McIntyre erinnerten Ambrose auch daran, dass Rollins kurz nach Ambroses schwerer Verletzung und fast tödlicher Infektionserkrankung schon wieder einen neuen Partner in dem jetzt selbst verletzten Jason Jordan hatte. Hätte er überhaupt regelmäßig Textnachrichten von Rollins bekommen? Ambrose sei nun der Handlanger von Universal Champion Reigns und Intercontinental Champion Rollins, wenn er sich stattdessen ihnen anschließen würde, würde er selbst zum Champion aufsteigen. Ambrose registrierte das alles mit seinem gewohnt missmutigen Gesichtsausdruck, der nichts darüber verriet, was er von den Gedanken seiner Gegenspieler hielt. Intrigenspiele hinter den Kulissen. Hinter den Kulissen gingen die Spielchen weiter. Rollins versuchte dort, den Spieß umzudrehen und meinte zu McIntyre, dass er derjenige sei, der benutzt werde. Ziggler habe mit seiner Hilfe seine Karriere revitalisiert und nur wegen McIntyre sei er wieder zum Champion aufgestiegen und sei doch das schwache Glied in ihrer Gruppe. McIntyre jedoch schien unempfänglich für Rollins Worte. Er setzte dann im Gespräch mit Ambrose sogar noch einen drauf und tat gegenüber Ambrose so, als ob Rollins ihn für The Shield rekrutieren hätte wollen und Ambrose womöglich vor der Ausbotung stünde. McIntyre schloss mit der ironischen Feststellung, dass er sich vielleicht zu viele Gedanken mache, es sei ja nicht so, als ob Rollins Ambrose schon einmal in den Rücken gefallen wäre, eine Anspielung auf den legendären Bruch von The Shield 2015. Im Hauptkampf der Show trafen The Shield auf den ausführenden RAW-Generalmanager Baron Corbin und die Authors of Pain. Ziggler, McIntyre und Strowman sahen von der Einmarschrampe aus, so ob ihre Intrige Wirkung entfalten würde. Anspannung vor dem Shield-Gruß im Match war nichts davon zu sehen. Ambrose zerriss sich am Ende sogar in besonderem Maße für sein Team und trug entscheidend zum Sieg bei. Hinterher aber gab es einen Moment des Zögerns, als Ambrose zwischen den sich außerhalb des Rings aufbauenden Bösewichten und den im Geviert stehenden Reigns und Rollins stand und eine Weile zögerte, was zu tun war. Letztendlich ging Ambrose zu seinen Kameraden und vollzog mit ihnen den Faustgruß. Die schon vorher kursierenden Gerüchte, dass Ambrose sich irgendwann gegen Reigns und Rollins wenden wird, bekamen mit dieser RAW-Ausgabe dennoch neue Nahrung. Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW: Finn Balor besiegt Jinder Mahal, Zoriel Squad besiegen Natalya.